Guten Morgen. Heute ist der Tag der Tage. Nee, Spaß. Aber heute mache ich eine Dopamin-Detox. Und ich hoffe, das, was ich jetzt hier gerade mache, ist erlaubt. Aber ich könnte ja theoretisch auch eine Kamera nehmen. Ich habe nur keine gute, die den Sound auch gut aufnimmt. Deswegen mache ich es jetzt mit dem Handy. Aber theoretisch darf ich kein Handy benutzen. Ich darf eben bestimmte Sachen nicht. Bestimmte Sachen darf ich. Das steht hier in der Liste. Also ich habe so eine Mischung aus dem ersten und dem zweiten Grad genommen. Also eigentlich mache ich den zweiten Grad, aber ich darf noch mit Leuten reden und auch Tee trinken. Und ja, mit diesem Stimulating Food ist auch so eine Sache. Da habe ich jetzt auch gesagt, okay, ich kann einfach essen, was ich möchte. Aber ansonsten halte ich das jetzt hier alles ein für den heutigen Tag, 24 Stunden. Und ich denke aber, für mich wird es relativ einfach sein, alles, weil ich habe eigentlich schon meine Sachen, die ich so machen kann. Also ich mache jetzt gerade noch ein Geschenk für meinen Bruder fertig. Heute ist übrigens Muttertag. Gerade eben habe ich schon mit meiner Mom gefrühstückt. Heute Abend bin ich im Gym verabredet. Sowas darf ich ja alles. Und ja, die Sonne scheint auch. Also dann setze ich mich halt auf den Balkon und journal, weil lesen darf ich auch nicht. Aber trotzdem wird es, glaube ich, relativ einfach für mich werden. Genau. Und danach geht es ja weiter, aber nicht mehr dieses Radikale eben nach den 24 Stunden. Was kann ich weglassen? Wo kann ich meine Zeit einfach besser nutzen? Wo kann ich Screentime wegstreichen und so weiter? So, kleines Update. Bisher fühlt sich eigentlich alles noch relativ normal an. Es ist ja nur ein bisschen komisch, weil ich wollte eigentlich gerade was lesen, aber geht ja jetzt nicht. Ja, aber der Tag hat ja auch gerade erst begonnen, ne? Also ich stelle mir das, glaube ich, einfacher vor, als es im Endeffekt ist. Ich habe jetzt gerade das Geschenk für meinen Bruder fertig gemacht. Ja, ich schreibe jetzt hier ein bisschen Journal. So, ich hatte jetzt schon meine erste Period of Langeweile. Also nicht wirklich, das waren jetzt vielleicht 10 Minuten. Ich mir so dachte, oh ja, okay, kein Bock, weiß jetzt auch nicht, was ich machen soll. Ich habe mir jetzt hier so ein kleines Täschchen fertig gemacht. Da habe ich meinen Gua Sha Stein drin und so Serum und ein bisschen Schminky-Schminky. Und vor allem, kennt ihr vielleicht so Strandmatte, heißt das. Und das mache ich mir jetzt in so eine Strähne rein oder dann flechte ich die. So, ist interessant. Ist wirklich interessant. Ich sitze, habe jetzt immer wieder so meine paar Minuten, wo ich einfach nur rumsitze, den Baum vor mir angucke. Es ist so normal für uns, diese Stimulation immer zu haben, dieses immer mehr und laut. Und das hört man so oft, das habe ich auch schon ganz oft genau mit diesen Worten von anderen Leuten gehört. Aber wenn man das mal so erlebt, gerade hier zu sitzen und zu wissen, okay, den ganzen Tag kommt jetzt nichts anderes. Du wirst nicht irgendwie Musik hören oder irgendwelche anderen Leute vom Handy reden, irgendwelche Sachen, die dich interessieren, die du sonst immer so schaust. Das wird es nicht geben. Und das Krasse ist halt, dass es immer so ist. Es ist immer einfach ultra ruhig draußen. Und es vegetiert einfach. Und wir Menschen, wir sind so in unserer eigenen Welt, unserer Social Media Welt. Wir nehmen das außen gar nicht mehr so wahr. Und auch diesen Spruch habe ich schon so oft gehört von irgendwelchen anderen. Und denke mir so, ja, du hast schon recht, stimmt schon. Aber jetzt realisiere ich das erstmal, wie wahr das ist. Das Leben ist immer eigentlich genau vor deiner Nase. Und dieses Handy ist alles eine Illusion. Das ist nicht echt. Ist interesting. Sehr interesting, Leute. Diese Erkenntnis, die ich jetzt hier schon ziehe. Ich habe mich jetzt ein bisschen geschminkt. Das gibt mir gerade schon einen guten Dopaminkick. Brauchte ich jetzt. Jetzt fühle ich mich gerade ein bisschen. Oh mein Gott, Leute, schaut mal. Ich habe jetzt hier so ein paar Kekse gemacht. Die müssen zwar noch backen, aber hat Spaß gemacht. Ich habe auch lange nicht mehr gemacht. Ich freue mich drauf. Die sind vor allem nur mit Banane, Haferflocken und Schokolade. Sehr gut. Ja, viel mehr gibt es eigentlich auch nicht zu erzählen, weil es passiert ja nichts, ne? Ich kann ja nichts machen. Meine Mom ist jetzt übrigens gerade laufen. Das heißt, ich habe noch weniger Stimulation. Ich kann nicht mit ihr reden und sie hat halt auch ihre Musik an. Ich habe halt mir selber keine Musik angemacht, wenn ich jetzt in meinem Zimmer war oder auf dem Balkon.
Aber ich habe halt ihre mitgehört, so, weil ich ja eigentlich keine Musik darf. Genau, aber die ist jetzt auch weg, die Musik. Und mit ihr kann ich nicht reden. Das heißt, es ist gerade noch mal ein bisschen härter. Aber es ist irgendwie ein bisschen okay auch. Also dadurch, dass ich jetzt auch noch eine Stunde habe und dann bin ich halt schon im Gym und vielleicht gehe ich danach sogar noch zu einer Freundin. Das darf ich ja alles. Und dann ist der Tag eigentlich relativ easy überstanden. Ich habe mir auch schon überlegt, wie ich das ab morgen mache. Ab morgen darf ich dann wieder, vor allem WhatsApp, darauf freue ich mich schon, einfach meinen Leuten zu schreiben. Ich weiß auch, ich habe Nachrichten bekommen, aber ich kann sie nicht lesen und ich kann auch nicht antworten. Darauf freue ich mich. Musik hören generell, so meine Musik halt wieder. Das ist eigentlich, worauf ich mich am meisten freue. Friends, I'm back. Ich war richtig lange im Fitnessstudio. Ich war 2 Stunden oder so. Ich habe erst mit Till Brust und Trizeps gemacht und dann alleine noch Beine. Weil ich bin ja, kann ja nur am Wochenende hin, wenn mich jemand mitnimmt. Und deswegen habe ich mich jetzt schön ausgepowert. Jetzt habe ich was gegessen und jetzt gehen wir noch raus, was trinken. Genau, und dann habe ich den Tag eigentlich ziemlich easy überstanden. Ich habe mir überlegt, morgen nur Buch lesen und Musik zu erlauben und erst übermorgen Social Media. Ja. Jetzt kann ich ja eigentlich schon mal einen Feedback geben. Es lief gut, aber ich habe das Ganze ein bisschen zu schlau gedribbelt. Sage ich euch, wie es ist. Also, ich sag mal so, für Till, für meinen Freund, der hat es ja auch gemacht, mit einem leichteren Schwierigkeitsgrad, mit dem, für den war es wirklich gut, glaube ich, weil der eben ultra geringes Bewusstsein für seine Screentime und so hat. Also, der war immer so, ja, ich mache einfach, was ich möchte. Das macht mich in dem Moment glücklich, alles gut. Und ich war ja eh so oder so vorher schon so, okay, ich hatte meine Social Media Limits von wegen halbe Stunde Instagram, halbe Stunde TikTok, hatte ich mir vorher schon eingestellt, weil ich vorher einfach schon gemerkt habe, das tut mir nicht gut, wenn ich zu lange da drauf bin. Ich bin ja so schon, dass ich auch versuche, viel zu lesen, zu journalen, Zeit für mich. Das fördere ich ja so oder so schon so gut wie möglich. In letzter Zeit halt irgendwie nicht so. Ich habe mich nicht so krass an meine Limits gehalten. Deswegen war das jetzt auch ganz gut wieder für mich. Aber trotzdem, dadurch, dass ich so oder so schon bewusst damit umgehe, war das jetzt für mich nicht so krass. Also ich hätte es nochmal krasser machen sollen vielleicht. Und ich werde es auch nochmal machen, habe ich mir vorgenommen, dass ich es nochmal wirklich auf dem harten Level mache. Dass ich kein Essen, kein mit Leute reden, keinen Sport machen, gar nichts. Dass ich das alles nicht darf. Das ist eigentlich im Grunde nur in deinem Zimmer sitzen und vegetieren. Und das ist halt richtig hart. Also da kriegst du richtig Langeweile. Da hast du gar keinen Bock mehr danach. Das würde wirklich, wirklich was bringen. Heute habe ich das so schlau gemacht. Ich war jetzt gerade mit Katrin nochmal draußen. Das ist eine Freundin von meiner Mama übrigens, mit der ich auch sehr gut bin. Wie so eine zweite Mama. Mit der waren wir jetzt noch kurz draußen. Ich war 2 Stunden im Gym. Ich war, keine Ahnung, hab Kunst gemacht und so. Und das sind halt auch alles so stimulating Sachen. Und hätte ich die weggelassen, wäre der Effekt auf jeden Fall größer gewesen. Ab übermorgen dann eben Social Media erst TikTok nur meine gespeicherten Videos und Instagram nur die Leute, denen ich auch folge. Dass ich quasi irgendwie so For You Pages nicht durchscrollen darf. So. Das werde ich auf jeden Fall weglassen, weil das halt diesen Dopaminspiegel so ultra erhöht. Und wodurch man dann eben das, die Realität nicht so genießen kann. Und da, das ist ja das Ziel, so ein bisschen dieser ganzen Dopamin-Detox zu erreichen. Genau, ich liebe diesen Lippenstift übrigens, ne? Ich habe den vorm Gym irgendwann drauf gemacht, ne? Und ich habe dazwischen mehrmals gegessen, ich habe Sport gemacht. Ich war so viel unterwegs, ich habe nichts daran neu gemacht. Der ist so krass. Ich liebe diese Lippenstifte von Maybelline. Die sind halt ultra teuer, die kosten 9 Euro, aber es gibt keinen besseren Lippenstift, der so krass hält. Wow. Wirklich wow. Literally keine Ahnung, was ich jetzt mache. Aber es ist auch schon sehr spät, also es ist schon nach 11. Ich denke, ich werde auch demnächst mal ins Bett gehen. Dann ist der erste Tag schon mal geschafft. Schlau gedribbelt. War nicht so langweilig. Also ich hatte nur wenige Momente, wo ich wirklich so war, okay. Ich hätte es härter machen sollen. Aber wir gucken mal, wie sich das jetzt auf die nächsten Tage auswirkt.
Locken habe ich mir gestern noch gemacht. Hat wieder sehr gut funktioniert. Sehr gut. Ich bin sehr happy, jetzt gerade wieder Musik hören zu können. Jetzt geht's ans Lernen. Und ich bin eigentlich sogar fast excited. Das ist vielleicht übertrieben, aber vielleicht ist es auch wegen der Dopamin-Detox. Vielleicht. Ich muss euch mal sagen, so, es fühlt sich heute einfach ultra normal an. Gestern hatte ich ja zwischendurch schon so ein bisschen Langeweile. Und heute habe ich ja trotzdem viel reduzierter, als ich vor der ganzen Sache das gehabt habe. Also trotzdem noch kein Social Media. Das Einzige, was ich dazu habe, ist eigentlich bisher Musik. Mehr nicht. Und ich habe halt gelernt, 2 Stunden knapp. Es ist nicht, als würde mir irgendwas fehlen, weil es halt einfach mehr als gestern ist und es sich deswegen schon gut anfühlt. Hat auf jeden Fall schon mal was gebracht. Ich habe mir jetzt erstmal eine Leseprobe geholt und habe jetzt auch schon angefangen zu lesen. Ich könnte eigentlich auch mal ein bisschen weiter lernen. Aber habe ich jetzt gerade nicht so Bock drauf. Es ist jetzt schon genau 17 Uhr und ich habe immer noch nicht mehr gelernt. Ich habe jetzt meine Nägel gemacht. Ich brauche mal so eine Farbe in ein bisschen rötlicher. Nicht so lila, aber ein bisschen rötlicher. Hätte ich gerne. Jetzt kommen wir zum ganzen Review der ganzen Sache. Also ich habe es ja schon häufiger gereviewt eigentlich. Es war auf jeden Fall eine sehr gute Sache. Ich hätte es noch mal ein bisschen krasser machen können für mich, aber ich habe auch so schon gemerkt, der heutige Tag, obwohl ich Sachen von ganz vorher weniger hatte, also kein Social Media, kein Netflix und so weiter, hat sich der heutige Tag total normal angefühlt. Und es fühlt sich alles einfach viel, weiß nicht, schöner an. Und das wäre halt nochmal intensiver der Effekt, wenn ich das Ganze, die 24-Stunden-Detox nochmal krasser gemacht hätte vorher. Ich kann es empfehlen, vor allem wenn ihr gerade merkt, okay, ihr seid gerade echt viel am Handy, dann ist es einfach schöner, wenn ihr einfach so ein Reset macht und dann wieder ein bisschen mehr könnt, dann ist das direkt viel schöner und ihr denkt euch so, okay, das andere ist eigentlich gar nicht so nötig und vielleicht ist es sogar so ein bisschen schöner ohne. Und ja, also für mich war es auf jeden Fall eine gute Sache. Macht's doch auch mal nach, wenn ihr Lust habt. Yes. Tschüss.